So, wir sind jetzt hier bei mir, bei meinem wunderbaren 2 Meter mal 2 Meter 36 großen Lego-Schrank. Wir impliziert natürlich immer auch den hier, den Gast aus Hallöchen. Deutschland. Servus. Und der hat schon überlegt, was er sich hier so alles unter den Nagel reißen kann. Was wäre das denn alles? Oh, ich glaube, da hätte ich kaum was übrig. Also auf jeden Fall, das hier oben auf jeden Fall, das sage ich jetzt schon mal. Also ich meine, andere würden hier den Venator nehmen oder die Ja, anderen das und sage ich du mal so, vorne hier. erstmal. Den Renato, da wäre Auch natürlich auch noch ein erstmal, bisschen. schaut den anderen her, ist Das war bescheiden. mir jetzt auf jeden Fall erstmal am wichtigsten. Mitnehmen und wegrennen. Nein, 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 Dann natürlich den Venator. Was haben wir unten drunter am auch noch mit, was haben wir nicht so mitgehen lassen können? Wie zum klar. Beispiel Counter Gustav da hinten. Das muss natürlich gefühlt mit. Das ist wichtig. Da unten rum habe ich eigentlich auch relativ alles. Was Schön, wenn bisher du vielleicht. unten rum alles hast, das freut mich Ja, mega. Niveau, Niveau. Dann, was kann man sich noch mitnehmen? Uff, mal schön hier rauf, also Na, da Ecto oben. 1, Winterlier Feuerwache. Gut, das haben wir zu Lukas so groß, das kann ich ja gucken. Warte, ich dreh mal hier den Bildschirm von der Kamera, dann kann der Flo ja Sieh das. mitschauen, was hier oben alles ist. Ich muss meine Sprungkraft ausnutzen. Weg, 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 weg. Oh ja, da oben kann man sich auch ein bisschen was mitnehmen. Und dann natürlich noch hier die republikanische Fregatte hier. Ja, die Das ist cool. muss man mitnehmen. Natürlich ohne Figuren, natürlich nicht, sondern nur mit Figuren alles. Schauen wir mal weiter, hier haben wir auch noch was drin. Ah, hier ist er nicht so was für mich. Oh, da, Niveauheber! Niveauheber. Der muss benötigt werden. Gott, hier flackert es wegen dem Licht, aber das kriegen wir schön. Also 42.009, der alte Niveauheber quasi. Steht sogar drauf. Steht sogar drauf, genau. Ich kann noch Nummern ablesen. Und hier unten, Liebherr. Herrlich, herrlich, herrlich. Das habe Das ich ist auch auch noch. schon ein bisschen verstaubt, das Ganze. Ich muss das alles mal vorstellen. Das hier habe ich euch schon vorgestellt. Der kommt bald mal. Von dem bin ich ja massiv enttäuscht. Der ist cool und so weiter. Jo. Hier der coole Lambo. Farbabweichungen und so. Aber ich habe das ja mal bei Lego reklamiert und mittlerweile sieht es doch deutlich besser aus als noch zu Beginn. Hier noch der coole Bugatti. Der alte Porsche. Ich habe leider nicht den roten, den orangenen, sondern hier nur den weiß-schwarzen. Das Ding von Kada ist mega geil. Absoluter Fan davon. Und hier haben wir noch den Dodge, der ist auch ganz nice. Stimmt, das war der erste Livestream, wo ich bei dir war. Da Ah, habe ich stimmt. Och Gott. zusammengezwiebelt. Gott, ja, das ist ewig Das her. war Das, vor dem Krieg. Das war vor dem ja, Krieg. das war, glaube ich, mein erster Livestream und es hat so wunderbar geklappt. Da oben noch ein Todesstern und so ein bisschen was. Naja. Ja, so sieht's mal aus. Das habe ich euch ja auch eigentlich im Großen und Ganzen schon in der Roomtour gezeigt. Könnt ihr auch gerne mal oben ins Eck klicken in die Infobox, da seht ihr dann noch ein bisschen mehr davon. Und wir gehen dann auch noch in mein Lager quasi, also einfach in den Keller und schauen uns dort noch um. Ja. So viel mal dazu und ich werde jetzt einfach mal schauen und durchzählen, ob ja nichts fehlt. Aha. Ja, Ich ja, habe nichts ja. angefasst. Ja, lauf du nur, lauf du nur. Also in dem Sinne, bis gleich. Also, wir sind jetzt hier herunten im Lager und boah, das blendet fies hier. Egal. Hinter mir der Schrank ist nicht der, den ihr schon gerade früher gesehen habt. Das ist ein anderer, denn da verbergen sich jetzt meine ganzen Schachteln drin. Auch noch ein paar original verpackte Sets, das schauen wir uns jetzt gleich an. Auch hier vor mir steht noch ein bisschen was, das schauen wir uns jetzt in Ruhe mal durch. Und der Kollege hier neben mir, ja, begleitet mich hier auch auf meiner Tour natürlich. Also ich kann ihn jetzt nicht irgendwie Okay, ich rausschmeißen. bin. Nein, bleib ruhig da, keine Sorge. Und natürlich das, was wir für ihn haben, beziehungsweise was ich für ihn habe, das schauen wir uns dann auch noch gleich an. Vielleicht wisst ihr es schon, vielleicht vermutet ihr es. Mal schauen. Ich Was, was? freue mich wie ein kleines Können wir es Schnitzel. anteasern? Was ratet doch mal mit. Es ist was von Creator Expert. Das kann Ich ich sagen. sag nur so viel Hashtag, was sage ich am besten? Darf ich ein bisschen das rumschneiden? Hashtag Ventilator. Mehr sage ich jetzt erstmal Also ich nicht. glaube, dann ist es doch eher eindeutig, aber ihr könnt ja mal schauen, vielleicht ist doch was ganz was anderes. Also es wird ein American Diner sein, das kann ich schon mal verraten. Nein, Spaß, wir schauen es jetzt an. Es Bis wird einfach die gleich, komplette ciao. Sammlung sein, einfach. Die komplette Sammlung definitiv nicht, aber wir schauen es an. Gleich, ciao. So, liebe Leute, hier nochmal mein Lego-Schrank, beziehungsweise haben wir hier oben auch ein bisschen was von Creo. Dann haben wir hier eben Technik, viel Star Wars dahinter, oben noch was so Lego-Schrank und so. Flo hüpft hier schon wahnsinnig neben mir auf und ab. Dann hier. Das glaube ich, kennt man auch noch vom letzten Weihnachten. Ja. Und hier, man sieht, das ist von MyToys. Die können super verpacken. Nicht. Und ja, hier ist der Rest vom Schützenfest. Und hier unten noch ein bisschen was auch. Und dann schauen wir mal weiter. Auch hier haben wir noch ein bisschen was original verpackt.
Oh, also hier zum Beispiel den Ford Mustang. Also Licht hier ist jetzt momentan nicht so das Wahre. Dann haben wir hier noch zwei leere Schachteln. Hier den Offroader. Oh Gott, hier ist aber echt finster. Ah, Handy-Taschenlampe. Super, danke. Bugatti und Porsche. Dann Winterlier Feuerwache und so weiter. Und viel von Star Wars und so weiter und so fort. Jo, dann haben wir hier Moleskine, habe ich euch gezeigt. Kara Offroader, den blauen. Habe ich euch auch vorgestellt. Finde den mega. Auch super Alternative zum Mega. Cetros. Mega. Ja, Flo, was sagst? Bin begeistert. Schon, oder? Schauen wir mal Ja. zu deinem Teil. Yay. Dann schauen wir uns mal Flo's Teil an. Yay. Dazu mache ich hier wieder zu. Ach, ich kriege jetzt wieder, weil die Schachtel raussteht, die dämliche Tür nicht zu. So, jetzt geht's. Dann machen wir mal einen kurzen Schwenk. Aber sofort Hups, könnten wir das und. noch wieder ausmachen. Oh, lass lieber noch einen. Dann machen wir hier Aber mal noch drauf. meine Güsten. Also hier ist noch viel an Comics, die ich sonst noch habe. Ich habe keinen anderen Platz mehr dafür. Und da noch ein bisschen was. Und dann hier unten. Hier haben wir im Groben und Ganzen, im Großen und Ganzen mal drei Sets. Ich glaube, ihr wisst, welches das von Flo wird. Und zwar habe ich ihm hier einmal die Vestas Windturbine besorgt und die nimmt er dann auch wieder mit nach Germany. Nicht Und Germany nach Baden. Himmel hat Gott nochmal, wie oft nach noch. Baden, Ich okay. bitte doch darum, ich bin kein Deutscher, ich bin Badener. Das ist auch Alles so. klar, dann akzeptieren wir das so und ja, dann mache ich hier auch mal wieder zu. Ach Gott, ich hätte mir irgendwie ein Stativ oder so für die Kamera schnappen sollen. Und der Akku ist auch bald leer. Sollte man ein bisschen schneller machen. Achtung, hier geht es hauptsächlich nur um den unteren Bereich hier. Denn da oben steht noch ein bisschen was anderes, privates Zeugs und so, alte Hörspiele und so. Ist jetzt nicht so relevant. Schauen wir mal da kurz weiter. Jo. Hier steht noch viel von Exoforce. Drunter ist noch mein Kader Ferrari. Dann haben wir hier den Moleskine G700. Dann hier den coolen Kettentrakt, habe ich euch ja auch gezeigt. Hier noch ein bisschen was an Sets. Dann hier den Becher habe ich auch aus dem Lego Store eben für Flo mitgenommen. Yeah. Und hier sind noch meine zwei Lego Store Besuche. Und das war's im Großen und Ganzen. Eigentlich hier noch das Moser Bricks Mosaik. Das muss ich echt auch mal bauen. Hier die 5800 Teile. Hui. Seht ihr auch drauf, also das wird riesig und so. Den Probe Droid habe ich ja schon gebaut, den kann ich euch auch bald mal vorstellen. Im Großen und Ganzen wäre es das eigentlich. Jetzt haben wir hier nochmal, stell dich doch mal dazu, ich will meinen Gast nochmal drauf haben. Na wunderbar. Fazit: Normalerweise macht das ja Herr Sösestein. Was ist dein Fazit? Ich bin begeistert und ich bin nochmal begeistert. Na wunderbar, das klingt doch cool. Ja, Leute, dann war's das mal für heute. Morgen geht's weiter und zwar mit einer kleinen Shopping-Tour. Ich hoffe, ihr seid dann dabei. Shopping. Mal quer durch ganz Kärnten. Wird Ja, sicher wir brauchen cool. LKW, das weiß ich jetzt schon. Mal schauen, was wir alles Schönes finden. In dem Sinne, macht's gut, bis bald.